Hallo und herzlich willkommen bei Let's Defense Planet Explorers. Ich leider verteidige immer unsere Basis. Es ist zwar höchst effektiv mit dem Gefährt das zu machen, das muss ich mal zugeben. Aber nichtsdestotrotz, wird langsam lästig, weil es hört nicht auf. Da kommt es wieder, die Meldung, es ist noch nicht vorbei. Ich weiß auch nicht, wann es vorbei sein wird. Ob es jemals vorbei sein wird. Das Einzige, was halt wie's gut ist, es scheint nicht mal nur hier drüben zu spawnen. Sie scheinen ausschließlich hier in der Gegend zu spawnen. Bringt mir jetzt zwar erstmal nicht viel, weil ich noch da sein muss, weil die hier scheinbar recht aggressiv sind. Aber ja, ist es halt so, wie es ist. Diesmal, ja, wir sind immer angegriffen, wenn wir rausfliegen, sehen wir das. Allerdings auf der anderen Seite, es hilft auch nichts, weil sie sind immer noch da und sie verschwinden nicht. Bei meinem Glück hat sich hier irgendwo einer verlaufen. Und der ist derjenige, der eigentlich die ganze Zeit angreift. Und gleich wieder einer wäre in den Raum. Ja, das Schlimme ist halt, es hört nicht auf. Es kommen immer wieder welche. Es nimmt kein Ende sozusagen. Na, den kriegen wir nicht, oder was? Komm. Allerdings scheint es mir gerade, als hat das was mit den Gelooteten zu tun. Also entweder ist es einfach nur, weil es schneller vorwärts geht, weil ich hier inzwischen was tue. Ich muss mich auch noch vorziehen, wenn man hier die. Aha. So ist das also. Und das ist natürlich mal eine sogar eine Information. Dann können wir noch ein bisschen looten. So, jetzt müsst ihr eigentlich. Aha. Yeah, we found a little bit. Thank you.
gleich ein bisschen effektiver die ganze Sache zu erledigen. Oh. Flieg mal nach oben, Kollege. Was ist denn das jetzt? Bin ich jetzt irgendwie im... Au. Vera, geh mal weg. Och, Mädel. Wollt ihr mich jetzt hier alle verarschen? Geht mir doch mal aus dem Schussfeld. Meine Güte, meine Güte. Ich meine, da fliegt ein Flugzeug vor dir in der Nase rum. Und alles, was du tust, ist... Ach ja, guck mal. Warum kriegen wir denn? Ja. Get. Ja, mit der Schusshöhe haben wir ein bisschen Probleme. Ich habe das Gefühl, die spawnen jetzt auch immer näher an. Oder? Durch das. Ach so. Wir haben da natürlich eine drüber gegessen. Ganz weit geht's auch nicht. Gut. Deswegen haben wir ihn vergessen. So, deswegen dauert das offenbar auch doch recht lang. Ihr dürft ruhig den einen da auch noch. Danke. So. Bisschen ransteuern. Krass, wie viel Gegner das immer wieder gibt. Wann hört das mal auf? Und die kommen vor allem auch immer näher ran. Das finde ich am allergemeinsten. Und vier sogar. Oh Mann. Get. Jetzt langsam wird es vielleicht auch doch lohnen, einen Panzer zu bauen. Ich glaube, die großen Reifen und so weiter haben wir mittlerweile ja auch.
Und die kommen immer näher, das ist jetzt nicht fair. Mittlerweile spawnen hier schon fast in der Basis. Sollten das weitergehen? Was habe ich denn mit dem komischen Schild vom von der Basis, wenn ich dann hier einsammeln. Ich möchte mittlerweile gar nicht wissen, wie viel das schon sind. Es ist langsam wird es ein bisschen nervig, muss ich sagen. So, wollen die mich sehen? Ist einer durch die Welt gefallen? Ich meine, hier sind schon lange keine. Was war denn das gerade? Wo sind die Verteidigungen? Hallo? Ja, die zwei sind da. Ich hatte gerade schwimmen, ich habe gerade eine gesehen, wie sie daneben liegt. Oh, das ist ja unfair langsam. Verschwinden wir ja an unsere Verteidigungswaffe oder was? Ey, das ist ja. Das ist doch mal scheiße. Hier auch, das heißt, wir können jetzt demnächst hier ganz großflächig neue Waffen bauen oder sowas. Was bist du da oben? Nicht getroffen worden, würde ich sagen. Bist du weit weg? Könntest du da mal drauf zielen, bitte? So, wo sind jetzt meine. Das ist noch da. Ey, also so ein bisschen bin ich jetzt aber gerade wieder angefressen, Jungs. Was? The Carrier will run out of fuel soon. Ja, das glaube ich gern. Also jetzt lande ich erst nochmal, weil das hilft gerade eh alles nichts. Ich.
Nehmen wir mal mit. Ich hoffe jetzt mal, dass nicht gleich wieder einer um die Ecke kommt. Und wir gehen hier mal auf die Kolonie Inventar. Und wo haben wir denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Da ist es. Powerplant. Und packen wir das da rein und nehmen wir unser Gerät hier wieder. Jo. So. Können wir mit Mataro eigentlich reden? Vielleicht hat er mittlerweile auch seinen Shop. Toll, Bullet Script kriegen wir von ihm. Bett können wir noch eins kaufen. Das Script kennen wir ja eh. Also wie ein Incubator brauchen wir einen neuen. Wenn ich auf Laserwaffen umsteigen würde, müsste ich mir davon was kaufen. Partikel kennen ist ja eigentlich ganz cool. Ich befürchte, dass wir hier noch ein bisschen Silberschild, Knochen, habe ich die verkauft? Hm. Dass ich ja noch ein bisschen ja, ich will mal schauen. Wenn wir jetzt einfach mal kurz ansagen. Wir bauen jetzt mal ganz exemplarisch hier unten zum Verteidigen. Wo haben wir hier Sachen? Also ich sage mal, ich baue jetzt eine 720 Eisen, Silber, Gold, Aluminium hat. Also wenn ich das... Ich habe... Gut, Diamant habe ich nicht. Wenn ich das so richtig sehe, hat Aluminium eine der höchsten Haltbarkeiten. Deswegen wird wahrscheinlich auch ganz so viel aus Aluminium gebaut. Und jetzt brauchen wir hier jetzt mal eine Base. So, jetzt würde ich ja dann gern das, was ich gerade nicht mehr habe. Crafting kann ich denn jetzt hier Tool Gatling Gun, Artillerie. So eine Artillerie hat natürlich auch was. Laser Cannon kann nur repliziert werden. 108 Defense, Attack 200, Laser Cannon. Attack 700, Defense 150. Dafür brauchen wir Aluminium Base. Da brauchen wir Aluminium Alloy. Bauen wir halt mal ein paar davon. So. Dann haben wir Aluminium Base. Ich weiß gerade nicht, wie viel ich davon brauche. Wir bauen mal ein paar. So, vier. Aluminium Case. Da brauchen wir noch mehr von den Dingern. Na klar. Silikon haben wir auch nicht mehr viel. Case, dafür brauchen wir dann eins. Also reichen. So. Und dann brauchen wir davon nochmal 20. Laser Elektropult. Wir brauchen ein Trace. Ja, davon haben wir noch ein paar. Davon brauchen wir. Also das wäre schon schön, wenn man es irgendwie ein bisschen einfacher bauen könnte, ehrlich gesagt. Jetzt habe ich Trace Array. Irgend so ein Bauteil beim Machen. Da. Das. Da brauchen wir 8. Dafür wollen wir aber mehr bauen, also brauchen wir davon einen ganzen Haufen. Brauchen wir. Was haben wir gesagt? 5, 4? Wie viel wollen wir bauen? 5. Wir können eh nur 2 bauen. Ne, Aluminium können wir noch ein paar bauen. 4, 4. 4 wollen wir bauen. Das heißt, wir brauchen erstmal hiervon noch ein paar.
So, dann haben wir noch das Silikon. Ich weiß gar nicht, wo wir das herbekommen hatten. So, dann haben wir davon genug. Dann brauchen wir hiervon 4. Für 4 brauchen wir 24. Das heißt, wir brauchen hiervon noch ein paar. Na komm. Und dann brauchen wir hiervon. Das ist das letzte Problem. Das können wir mal ein paar machen. So. Oh, Chipset. 2. Ist das kompliziert? Also ein bisschen. Was bist du eigentlich? Gatling Gun Auto. 32 haben wir schon. Brauchen wir noch. Einfach noch ein paar. Bauen. 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 Und jetzt können wir hier Colony Assembly Core heißt nicht Machinery, nicht Power Metal Assembly Factory Replicator Tool Turret Laser Cannon 4 Stück bauen. So, und damit verabschiede ich mich erstmal für diese Folge. Ich bin froh, ich glaube, wir haben es überstanden und wir sehen uns demnächst wieder. Bis dahin sage ich Tschüss.